Hallo und herzlich willkommen bei Herzenspferd. Heute geht es um meine Lieblingsübungen zum Lockern der Hüfte. Das ist super wichtig beim Reiten. Warum das so ist und wie du deine Hüfte locker kriegst, erfährst du heute. Sorry übrigens, falls ihr auf der Tonspur Mücken hört. Ich wohne auf dem Land in einer Dachwohnung. Wenn ich da hinten meine Dachfenster aufmache und hier mein Wohnzimmerfenster, dann habe ich hier die komplette Mücken- und Wespen- und Hornissen-Durchgangsautobahn durch meine Wohnung. Ich habe jetzt alles zugemacht, aber deshalb kann es halt sein, dass da mal irgendwie was rumfliegt. Sollte euch aber hoffentlich nicht stören, ihr seid immerhin Pferdeleute, ihr seid Mücken gewöhnt. Also, heute geht es um die Hüfte und die Beweglichkeit der Hüfte ist einfach wahnsinnig wichtig, wenn du ein guter Reiter sein willst und einen guten Sitz haben willst. Weil damit connecten wir ja immer mit dem Pferd, also wir können ja nicht sitzen und wenn in deiner Hüfte was hakt oder was fest ist, dann kannst du eben der Bewegung des Pferdes nicht folgen und du wirst es vermutlich stören, also auch seine Bewegung schlechter machen. Deshalb habe ich für mich so ein paar Übungen, die sind eigentlich alle aus dem Yoga zur Öffnung der Hüfte, die mache ich regelmäßig, ich integriere die in meine andere Yoga-Praxis. Also ich mache immer so 5 bis 6 Mal die Woche eine Stunde Yoga und mit ganz vielen verschiedenen Übungen, die auch so ein bisschen auf mich abgestimmt sind und auf das, was ich brauche. Und schaue einfach, dass da eben auch immer solche Hüftsachen mit drin sind, weil ich merke, wenn ich das nicht mache, dann werde ich wirklich steif. Auch so, ich sitze super viel in meinem Job und gerade wenn man viel Stress hat, schlägt sich das auch gerne mal in einer festen Hüfte nieder. Das ist sogar wissenschaftlich erwiesen, dass man dann dazu tendiert, diese Muskeln zu verspannen. Ein ganz besonders wichtiger Muskel ist hier der Psoas, also der Hüftbeuger. Der ist besonders fürs Reiten super wichtig. Der muss locker sein. Weil nämlich, also ich sitze jetzt hier so ein bisschen blöd auf diesem Stuhl, weil das sonst passe ich nicht ins Bild und so, deshalb sind meine Beine so ein bisschen doof. Aber wenn deine Oberschenkel, also der korrekte Sitz ist ja Schultern, Hüfte und Fersen in einer Linie. Und wenn also das heißt, deine Oberschenkel müssen ein Stück zurückgehen können. Und wenn dieser Psoasmuskel hier verkürzt oder verspannt ist, dann zieht es dich entweder ins Hohlkreuz, weil der hier nicht aufmachen kann. Ja? Der muss hier, ihr seht es, wenn ich hier meine, so ist er auf, so ist er zu. Ja? Also meine Finger gehen auseinander. Das heißt, der muss hier aufmachen, damit ich gerade sitzen kann. Und vor allem, wenn ich das Becken abkippen will, dann muss der hier auch aufmachen können. Ja? Also wie gesagt, wenn der zu ist, passiert es, dass es euch ins Hohlkreuz zieht oder es zieht eure Beine hoch. Ja? Also wenn ihr immer das Problem habt, ihr sitzt im Stuhlsitz oder hier im Hohlkreuz, kann das dran liegen, dass der Hüftbeuger verkürzt ist. Genau. Also zum Reiten, der Hüftbeuger ist wichtig, damit deine Beine zurückgehen können. Die Dehnung der inneren Oberschenkel ist auch wichtig, damit deine Beine locker ums Pferd fließen können, damit die sich nach außen rotieren, so ein bisschen öffnen können, damit du einfach den Pferdekörper gut umschließen kannst. Also es ist einfach als Reiter super wichtig, dass deine komplette Hüfte in alle Richtungen locker ist. Auf der Matte jetzt einmal kurz den Disclaimer. Ich bin kein Yogalehrer, ich bin kein Fitnesstrainer. Diese Übungen, die ich euch jetzt zeige, zeige ich euch nach bestem Wissen und Gewissen. Ich kann aber natürlich nicht ausschließen, dass da irgendwas vielleicht falsch ist oder ich vergesse irgendwas zu erklären. Am besten lasst ihr euch das also von einem Profi vor Ort zeigen, der euch auch kontrollieren kann. Und ansonsten ist es einfach super wichtig, auch wenn ihr die Übungen korrekt durchführt, dass ihr vorsichtig seid, dass ihr achtsam seid, dass ihr liebevoll mit euch umgeht. Also zwingt euch nicht mit Gewalt in irgendeine Dehnung rein. Es ist einfach ein Verletzungsrisiko da. Macht euch unbedingt auch vorher warm, das ist auch super wichtig.
Und seid einfach ein bisschen vorsichtig. Also es ist schon klar, dass eine Dehnung nicht immer nur angenehm ist. Also es darf durchaus auch ziehen. Es sollte aber nicht mega krass wehtun oder ein reißendes Gefühl oder sowas, was ein brennendes Gefühl, was Heißes, solltet ihr eigentlich nicht haben. Und es geht hier auch nicht darum, dass ihr innerhalb von ganz kurzer Zeit hier die super Gymnasten werdet und euer Bein hinterm Kopf machen könnt. Das, was ich euch jetzt zeige, sind Übungen, die ihr über einen langen Zeitraum machen könnt. Und ihr werdet sehen, wenn ihr da dran bleibt, wird es immer und immer und immer besser. Aber natürlich nicht von jetzt auf heute. Es ist auch so, jeder fängt an einem anderen Punkt an. Ich bin zum Beispiel schon von Natur aus ziemlich beweglich. Also es kann auch einfach sein, dass das, was ich euch jetzt zeige, ihr in der Form noch gar nicht machen könnt. Deshalb zeige ich euch auch so ein bisschen abgewandelte Varianten. Und wenn man eine bisschen vereinfachte Variante macht, heißt es nicht, dass ihr weniger Wirkung daraus habt als ich, nur weil ihr jetzt nicht in dieser Endvariante seid. Es ist einfach gut für euren Körper. Jeder kann auf jedem Stand was machen und was für sich mitnehmen und achtet einfach auf euch. Ihr seid auf eurem Weg und nur weil jemand anderes es irgendwie auf dem Weg schon weiter ist, heißt es nicht, dass der jetzt irgendwie besser ist oder dass ihr schlechter seid. Jeder muss einfach seinen Weg gehen und gucken, dass er mit seinen Möglichkeiten arbeitet. Und wenn ihr da dran bleibt, werdet ihr auch dahin kommen, wo ihr hin wollt. Bei allen Übungen solltet ihr darauf achten, dass ihr trotz dieser Dehnung eure Körperspannung nicht verliert. Ich zeige euch das dann in den Übungen auch nochmal, weil man neigt dann dazu, sich da so reinfallen zu lassen. Das ist aber auch nicht hilfreich. Also man sollte die Bewegungen immer wirklich mit Konzentration und bewusst machen. Genauso ist es super wichtig, dass du, wenn du aus einer Dehnung rausgehst, das auch achtsam und bewusst und langsam machst. Also nicht da so aus dieser völligen Dehnung auf einmal wupp, 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 irgendwie ein Bein irgendwo hinschnellern lassen oder so. Weil auch da besteht dann Verletzungsgefahr, da muss man echt aufpassen. Und ansonsten gilt allgemein, eine Dehnung immer für mehrere Atemzüge halten, mindestens 30 Sekunden. Und versucht durch diese Stelle, die du gerade dehnst, ein- und auszuatmen. Das kann man wirklich machen, das klingt super seltsam, aber das geht, wenn du einfach dich so auf diese Stelle konzentrierst, während du tief atmest. Aber genug gequatscht, legen wir mal los. Die erste Übung, die ich super gern mache, ist auch voll der Klassiker, kennt ihr bestimmt, ist so ein tiefer Ausfallschritt. Den wandle ich dann oft ein bisschen ab, aber grundsätzlich geht der so. Ich fange das immer erstmal im Vierfüßlerstand an und bringe dann ein Bein nach vorne, hebe ein Bein an, gehe hier in den langen Ausfallschritt und bleib erstmal hier. Wichtig zu beachten ist, dass dein Knie hier vorne nicht über deine Zehen kommt. Da musst du dein Knie schützen. Dein Gewicht ist in der Ferse und im Fuß, in den Fußballen. Also du hast nicht nur hier hinten Gewicht, sondern auch da vorne. Und dein Oberschenkel ist aktiv. Der zieht, als würdest du die Kniescheibe hochziehen wollen. Die Ferse nach hinten. Und mit dieser Aktivität kannst du dich dann hier sinken lassen. Achte darauf, dass deine Hüfte gerade bleibt. Du kannst hier bleiben und dich sinken lassen. Du kannst auch dein Knie absetzen und deine Fersen absetzen und dich hier sinken lassen. Das ist ein bisschen einfacher. Du kannst auch, wenn du so weit nicht kommst und es so aussieht, ist es auch egal. Hauptsache, du spürst hier diese Dehnung drin. So, also wenn ich das jetzt so habe und möchte es ein bisschen schwerer machen, dann kann ich mich... Ist auch super, wenn man was hat, an dem man sich festhalten kann und seine Haare zusammen macht, damit die nicht im Weg sind. Und dann kann ich mich auch... Ich mache es jetzt mal hier, weil es mir sonst zu anstrengend wird. Dann kann ich mich auch aufrichten. Moment, ich mache mal meine Haare hier. Und mich weiter nach vorne sinken lassen. Das Wichtige hier ist,
dass du nicht so krass hier ins Hohlkreuz kommst und dich da fallen lässt. Das ist das, was ich meinte mit Körperspannung behalten. Sondern du kippst deine Hüfte so ein bisschen, du ziehst deinen Bauchnabel nach innen, aktivierst hier deine Bauchmuskeln und lässt dich dann nach vorne sinken. Und immer noch gucken, dass du hier die Dehnung spürst. Wenn du es ganz krass haben willst, kannst du dann deinen Fuß hier hinten aufheben, dich hier vorne abstützen und den Fuß greifen und dich weiter sinken lassen. Das zieht dann auch ziemlich im Oberschenkel, aber das ist dann schon ein bisschen fortgeschrittener. Du kannst auch immer solche Übungen mit einem Block oder, also es gibt ja diese Yoga-Blöcke, die einem dabei helfen, wenn man, also wenn ich jetzt zum Beispiel hier in dieser Variante bin und komme hier gar nicht ganz runter, dann kann ich mir hier einen Block aufstellen und mich darauf abstützen. Ja, also man darf sich da auch voll gerne Hilfsmittel nehmen. Also es ist immer die, oh, es ist so warm hier drin, weil ich alle Fenster zugemacht habe. Also es ist immer wichtig, nie zu vergessen, mach das, was für dich passt, was für dich gut ist. Und wenn du einen Block brauchst, auf dem du dich abstützt, dann ist das voll in Ordnung. Oder wenn du dir ein Kissen irgendwo unterlegen musst. Oder ja, also tu das, was für dich gut ist. Alles, was ich hier zeige, sind eben einfach die Übungen, die ich mache und man kann die auch durchaus abwandeln. Ich habe mir gerade mal als Ersatz für Blöcke, weil ich leider keine habe, mir zwei Harry Potters geholt, die sind ähnlich groß. Weil die nächste Übung ist halt auch gar nicht mal so einfach. Da muss man eben auch gucken, was geht. Also, das ist der Schmetterling im Yoga. Den mache ich sehr gerne, aber der ist halt schon eine Nummer. Also ihr setzt eure Füße hier zueinander, greift mit euren Händen da drum rum und rutscht so ein bisschen oder lauft auf euren Sitzbeinhöckern so nah an eure Fersen wie geht. So, und dann schaut ihr, dass ihr im Oberkörper, im Rücken gerade seid. Schön das Brustbein nach vorne aufrichten, Hals lang machen. Und dann könnt ihr langsam hier so ein bisschen die Beine bewegen, nach oben und nach unten. Und wenn das bei euch so aussieht, dann ist das auch kein Problem. Jeder fängt da an, wo er gerade steht. Das ist alles okay. Und wenn sich das in Ordnung anfühlt, könnt ihr das auch ein bisschen schneller machen. Und das ist dann... Bei mir merke ich da zum Beispiel total, wie es dann hier in den Hüftgelenken aufgeht. Ja, wie gesagt, ich bin ziemlich beweglich, also wenn das bei euch nicht so aussieht, macht das nichts. Ihr könnt euch dann, wie gesagt, auch einfach Blöcke hier unter die Beine machen. Ja, und dann hier immer so. Oder ihr könnt die euch so irgendwie hinlegen, wie auch immer. Aber wichtig ist eben, achtet auf euch, verletzt euch nicht. Aus dieser Übung kann man dann auch die so ein bisschen statisch lassen und mit geradem Rücken, das ist ganz wichtig, also nicht so, sondern schön gerade bleiben, aus der Hüfte raus nach vorne gehen. Eventuell, wenn es passt, mit den Ellenbogen hier die Beine ein bisschen in Richtung Boden drücken. Auch hier wieder, es geht nicht darum, wie tief ihr kommt, das ist völlig egal. Es geht darum, dass euer Oberkörper gerade bleibt und ihr euch, wenn das nur bis hier ist oder wenn das halt, wie gesagt, mit Blöcken irgendwie so aussieht, dann ist das auch in Ordnung. Hauptsache, ihr merkt hier die Dehnung. Eine ähnliche Übung, da habe ich relativ lange überlegt, ob ich die auf Video zeigen will, aber ich zeige sie euch und hoffe, dass ich keine schrägen Kommentare kriege, ist ein Yoga-Squat heißt es.
Also ihr stellt euch auf eure Füße, Zehen leicht nach außen, Hüfte breit, Rücken wieder gerade und die Ellbogen zu den Innenseiten der Knie, Hand in der Gebetspose nach innen und dann drückt ihr eure Ellenbogen und Knie gegeneinander und lasst hier die Hüfte tief sinken zwischen eure Füße. Wieder wichtig, Oberkörper gerade. Das ist jetzt auch eine nicht ganz einfache Position. Wenn ihr eure Fersen nicht auf den Boden kriegt, stellt euch was drunter. Also ihr könnt auch hier einfach, sagen wir mal, ein Kissen und dann auch versuchen, einfach nur hier zu bleiben. Ja? Also es muss auch nicht hier dieses Ding sein. Ihr könnt auch einfach hier versuchen. Ihr könnt euch hier Blöcke aufstellen. Ja? Also je nachdem, wie euer Stand ist, könnt ihr euch die Übung anpassen. Diese Übung solltet ihr nur machen, wenn ihr keine Knieprobleme habt. Also wenn ihr schon irgendwie Beschwerden oder OPs oder sonst irgendwas an den Knien habt, besser nicht machen, beziehungsweise geht zu jemandem, der euch genau zeigen kann, wie es gemacht wird und der euch auch beraten kann, ob ihr es überhaupt machen solltet. Dann gibt es noch eine Übung, die ich super gerne mache, das ist die Taube. Und die geht folgendermaßen. Ich fange die immer aus dem herabschauenden Hund an. Um in die Taube zu kommen von hier, strecke ich ein Bein nach oben und mache das dann hier nach vorne und lege es hier ab. So, wichtig ist hier, mein Fuß ist geflext. Also ich ziehe meine Zehen zum Knie. Das hilft, das Knie ein bisschen zu beschützen. Ich sacke nicht hier in meiner Hüfte rüber auf meine Pobacke, sondern ich lasse meine Hüfte gerade Richtung vorne von der Matte. Das hintere Bein ist ausgestreckt, der Oberschenkel ist aktiv. Es ist so ein bisschen, als würde ich mit dem Oberschenkel und dem Oberschenkel die so in der Mitte zusammenziehen wollen. Ja? Wenn das so nicht klappt bei dir, also du kommst gar nicht so tief runter oder du knickst hier rüber, auch dann leg dir hier was unter. Ja? Psa. Also das ist gar kein Problem. Wenn das so funktioniert, dann kannst du dich hier wieder im Rücken gerade machen und einfach gucken, wie weit kannst du nach vorne gehen, wie weit kannst du runtergehen, wie lange fühlt es sich noch einigermaßen angenehm an. Du spürst diese Dehnung einmal hier so ein bisschen, also je nachdem, was du machst, spürst du die hier ein bisschen, aber auch im äußeren, in der äußeren rechten Hüfte, im Oberschenkel. Ich zeige das gerade mal noch von der Seite. So. Also hier spürt man das auch, ne? Und ihr seht, ich falle hier nicht nach außen rüber, sondern ich lasse meine Hüfte hier gerade. Und wenn das so passt, dann kannst du mit geradem Rücken so weit nach vorne gehen, wie es für dich angenehm ist. Und maximal kannst du dann auch dich hier ablegen oder du legst dich auf deinen Fäusten ab oder auf zwei Fäusten oder auf einem Block, was auch immer passt. Und dann geht man hier nach der Dehnung wieder langsam raus, setzt seine Fersen auf und geht hier wieder in Vierfüßlerstand. Wenn das mit der Taube nicht klappt, was auch wirklich kein Problem ist, könnt ihr alternativ hier euer Fußgelenk auf das andere, auf den Oberschenkel ablegen, wieder Zehen in Richtung Knie ziehen, um das Knie zu schützen, und dann greift ihr einfach das andere Bein, während ihr dieses Knie nicht hier nach innen fallen lasst, sondern nach außen drückt. Und ihr könnt euren Oberschenkel greifen, ihr könnt auch euren Unterschenkel greifen und das dann so nah an euren Oberkörper ziehen, wie es für euch passt. Also die Dehnung solltet ihr hier in der Außenseite des Oberschenkels merken.
So, jetzt haben wir ziemlich einmal rundherum den Oberschenkel, die Hüfte locker gemacht. Also wir haben den Hüftbeuger, die Vorderseite gedehnt, wir haben die Außenseiten gedehnt, wir haben die Innenseiten gedehnt. Es gibt natürlich noch viel, viel mehr Übungen, die man machen kann. Ich kann euch da wirklich nur empfehlen, googelt einfach mal, sucht einfach mal auf YouTube nach Yoga-Übungen, also Yoga für Hüftöffnung. Da gibt es super viele, super gute Videos mit tollen Leuten, die das ganz toll erklären, wo man auch einfach mitmachen kann. Finde ich persönlich immer ganz gut, wenn man da selber nicht so viel denken und sich überlegen muss. Und viele von denen erklären dann auch wirklich nochmal die Einzelheiten, worauf genau man achten muss, wie man welches Körperteil genau ausrichtet. Ich weiß, dass so Dehnen und solche Sachen, da muss man echt so ein bisschen auf den inneren Schweinehund überwinden, um da dran zu bleiben. Aber es lohnt sich halt total, weil es ist nicht nur für dich als Reiter gut, sondern auch für dein Pferd, weil du dann einfach besser sitzt. Es ist aber auch für dich so allgemein gut. Also bei mir ist wirklich, seit ich wieder so regelmäßig mein Yoga 5-6 Mal die Woche mache, ich habe keine Rückenschmerzen mehr, ich habe keine Nackenschmerzen, mir tun die Knie nicht weh. Also das ist wirklich einfach super hilfreich, wenn man da so ein bisschen seine Blockaden löst und seine Schwachstellen kräftigt. Das ist schon einfach echt gut. Also man muss natürlich ein bisschen dranbleiben und sich, sage ich mal, bis sich eine neue Gewohnheit entwickelt hat, dauert es irgendwie 21 Tage oder so. Aber es lohnt sich dann auch wirklich. Also ja, ich will nicht sagen, Yoga hat mein Leben verändert, aber es hat es definitiv deutlich besser gemacht. Und ich bin super froh, dass ich mir diese Gewohnheit antrainiert habe und kann das wirklich jedem empfehlen. Ansonsten hoffe ich, das Video hat euch gefallen und ich habe das nicht zu konfus erklärt und hoffe, ich habe nicht eine ganz blöde Figur abgemacht die ganze Zeit. Und ja, lasst mir doch gerne mal einen Kommentar da, ob ihr schon irgendwie so ein Sportprogramm habt neben dem Reiten, ob ihr so Dehnsachen macht oder was ihr macht und was eure Lieblingsübungen sind. Ich bin mega gespannt, was ihr so zu dem Thema zu sagen habt und hoffe, ihr lasst mir ein Like da. Also natürlich nur, wenn es euch gefallen hat. Wenn es scheiße war, dann müsst ihr das natürlich nicht machen. Und ja, lasst mir gerne ein Abo da, wenn ihr es gut fandet. Und ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche. Tschüss!